Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Webinar Digital sichtbar als Arbeitgeber. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin bei der IHK Schwaben zuständig für den Bereich Fachkräftesicherung und darf heute begrüßen den Herrn Christoph von Kömer als Social Media Experte. Du wirst gleich zu deiner Agentur selber noch was sagen. Er wird uns, glaube ich, ganz authentisch schildern können, wie man als Arbeitgeber sich digital sichtbar macht, nicht nur aus Sicht eines Profis, sondern auch aus Sicht eines Arbeitgebers. Christoph, herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Ich freue mich auch wirklich, dass ich heute dabei sein darf. Ich werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin auf der einen Seite hier als Experte, vielleicht etwas übertrieben, aber wir in unserer Agentur beschäftigen uns eigentlich momentan mit nichts anderem als Employer Branding und digitale Sichtbarkeit. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens, einer wachsenden Agentur, wo wir auch jeden Tag neue Fachkräfte suchen und natürlich dieses Thema Employer Branding auch für uns als Agentur wahnsinnig wichtig ist. Ja, das ist spannend. Ich schalte schon mal weiter. Das war jetzt noch meine Vorstellung. Dort können Sie uns erreichen, aber wir wollen jetzt gleich übergehen zu dir. Du hast dich schon mal so ein bisschen vorgestellt. Ja. Sag noch was zu deiner Agentur. Genau, also meine Agentur ist Sportbrand. Ich gibt es seit 2010. Wir sind mittlerweile 22 Mitarbeiter und kümmern uns um alle Themen der digitalen Sichtbarkeit. Klingt sehr, sehr breit. Ist es auch. Also wir versuchen wirklich von der Strategie angefangen, Konzeption, also dem Storytelling, dem Herz, dem Grundstock des ganzen Marketings anzufangen, haben bei uns vier wirkliche Fachexperten im Team, die sich um nichts anderes kümmern, als Storytellings für unsere Kunden aufzubauen. Dann geht es weiter in die Produktion. Also wir haben ein eigenes Videoproduktionsteam, wir haben ein eigenes Studio, wo wir Webinare, Livestreamings aufnehmen, haben eine eigene Webabteilung, wo wir Landingpages, Homepages, Webseiten, auch ganz viele Karriereseiten bauen. Und dann hinten dran, was natürlich das Wichtigste ist, ist die Performance und das Ausspielen. Wir haben ein Social Media Team, ein SEO und ein SEA-Team, wo wir uns wirklich darum kümmern, die Inhalte natürlich auch an die Zielgruppen rauszutragen. Nebenbei, was mir sehr viel Spaß macht, darf ich auch noch mich um das Thema Chatbots kümmern. Also wir haben auch mittlerweile eine Kooperation mit einer Software-Architektur-Firma, wo wir Chatbots entwickeln für Kunden in ganz Europa, was auch sehr viel Spaß macht. Und ja, natürlich so Vorträge, Seminare geben, ganz viel Beratung, was wir auch machen, und das ist auch so meins. Also meiner Lieblingsthemen. Genau, das vielleicht so zu meiner Vita und dann nebenbei wirklich Geschäftsführung, was dann auch noch ein ganz wichtiges Thema ist und da wirklich auch das Thema Personal, um das ich mich sehr viel kümmere. Also wir haben bei uns genannt das, ich zeige es Ihnen mal ganz kurz, das Superteam. Wir haben wirklich eine Vision aufgestellt im letzten Jahr bei uns intern. Was wollen wir erreichen? Wir wollen Menschen begeistern. Menschen, also wir wollen nicht mit Robotern arbeiten oder mit KI, sondern wir werden wirklich die Menschen, die Endkunden unserer Kunden erreichen und die jeden Tag mit unserer Arbeit begeistern. Aber für uns ist auch Menschen natürlich die Mitarbeiter. Also wir wollen eigentlich jeden Tag auch unsere Mitarbeiter begeistern. Wir wollen Räumlichkeiten schaffen, wo sie begeistert arbeiten können. Wir wollen wirklich eine Arbeitsatmosphäre haben, eine flexible Arbeitsatmosphäre. Es ist mittlerweile durch Corona bedingt auch geworden. Also wir haben momentan natürlich fast alle Mitarbeiter im Homeoffice, arbeiten mit Teams, haben ganz flexible Arbeitszeiten. Also wir haben auch Stundenmodelle von 25 Stunden bis 40 Stunden, 20 Stunden sogar auch. Bei uns ist auch keine 9 bis 5, 17 Uhr Anwesenheit da, sondern jeder kann seine Projekte dann erledigen, wenn es für ihn passt, kann es ganz flexibel gestalten, kann untertags mal zum Arzt gehen, kann zum Friseur, egal. Also das Hauptsache, das Projekt wird erledigt bei uns. Genau, also für uns steht nicht nur der Kunde im Fokus, sondern auch ganz klar der Mitarbeiter, wo wir uns ganz, ganz bemüht darum kümmern bei uns. Genau, und dann habe ich jetzt heute, ich freue mich ja wirklich, das Thema aufgreifen zu dürfen, 5, 6 Tipps mitgebracht, wie man das Employer Branding aufziehen kann, und habe das dann gleich verbunden an Beispiel von Sportbrain. Das ist super, da sind wir sehr gespannt. Du hast schon die erste Seite aufgerufen. Ohne Strategie fangen Sie erst gar nicht an. Das wäre also meine Frage, wie starte ich denn das Ganze? Du sagst erstmal eine Strategie. Also ohne Strategie macht es eigentlich gar keinen Sinn. Also wenn Sie jetzt Einzelstückwerk anfangen, einfach mal Postings zum Beispiel im Social-Media-Bereich rausfeuern, oder Sie haben eine Landingpage und warten dann darauf, dass da irgendwas passiert und die Bewerber automatisch zu Ihnen kommen,
das wird nicht funktionieren, sondern man sollte sich ganz klar damit auseinandersetzen, wo kann ich überall Bewerber erreichen, wo muss ich überhaupt überall Employer Branding machen, das ist ja das Fachwort dafür, für digitale Sichtbarkeit, für Unternehmen, muss mich einfach auseinandersetzen, wo erreiche ich diese Menschen, was wollen die von mir wissen, wie kann ich sie überzeugen von mir als sehr, sehr guten Arbeitgeber. Und das sind nur einzelne, also die ich gerade hier zusammengestellt habe, nur einzelne digitale Touchpoints, wo ich wirklich versuchen muss, ein Employer Branding zu machen. Ganz, ganz wichtig, im Fokus steht immer die Webseite, kommen wir gleich noch dazu, aber natürlich auch so Sachen wie Content Marketing oder so Themen wie Content Marketing sind elementar und natürlich auch Social Media. Und was noch dazu kommt, mittlerweile ist auch ganz viel dieses Thema Corporate Influencer, was ich nachher auch noch erzählen kann. Das hört sich spannend an. Ich habe übrigens auch gleich, also ich habe mir aber ein paar Fragen zusammengestellt, die wir immer kriegen. Also die, wie starte ich denn? Also wie kann ich denn meine Strategie aufbauen? Und da sagen wir immer, ja, stellt euch mal gewisse Fragen einfach im Unternehmen. Also und das sind mal so Fragen, also es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich glaube, das sind Fragen, die jeder Arbeitgeber sich stellen sollte, auch bei der Visionsausarbeitung oder bei der Missionsausarbeitung, vielleicht auch gemeinsam mit den Mitarbeitern das zu machen oder vielleicht auch mit den Kunden, was macht sie einzigartig? Also welches Image haben sie, was wollen sie aufbauen, wie können sie attraktiv werden und warum, wie unterscheiden sie sich von anderen Arbeitgebern, von der Konkurrenz, was erwarten eigentlich die einzelnen Mitarbeiter von ihnen, welche Benefits erwarten die, also wie wirken sie auch auf Talente attraktiv, wie alt sind denn die Talente, die sie akquirieren wollen oder die sie finden wollen, sind jung, alt, wo treiben die sich herum? Also all diese Fragen kann man sich am Anfang stellen und darauf basierend dann die Strategie bauen. Das ist super, da habe ich nämlich auch gleich bei uns schon mal in den Chat geschrieben, eine Nummer bei uns auf der Internetseite, da kommen Sie direkt auf eine Seite, wo es darum geht, wie baue ich eine Arbeitgebermarke auf, ganz unabhängig von Social Media. Für alle Kanäle, aber die Marke brauchen Sie zuerst. Genau. Und man kann es vergleichen mit Vertrieb. Also ich sage das immer ganz gerne, Employer Branding oder die Suche nach Mitarbeitern ist das gleiche wie die Suche nach Neukunden oder der Verkauf von Produkten. Also jeder muss verstehen, was sie tun und was sie können. Das ist natürlich für den Mitarbeiter auch elementar, wenn er sich bewerben soll, muss er einfach verstehen, warum er das auch tun soll oder was dahinter steckt und warum sein Sinn des Arbeitens bei ihm erfüllt wird. Und auch das Gleiche wie beim Vertrieb, ist es, also im Recruiting-Prozess ist der Funnel. Also es gibt auch einen Employer-Branding-Funnel, den kann ich Ihnen auch gerne mitgeben, sich mal den genauer anzuschauen. Es ist einfach eine Strategie bauen, dann darauf basierend den Content, also wirklich das Branding, den Kanalaufbau machen, das Image aufbauen, den ganzen Content dafür entwickeln und dann wirklich damit rausgehen, die Mitarbeiter mit reinnehmen in den ganzen Prozess, vielleicht auch die Kunden akquirieren, Netzwerke anspielen, Social Media machen und dann vielleicht auch noch hinten dran Werbeanzeigen setzen. Und wenn Sie das gut machen, also diese Strategie aufbauen und dann wirklich große Reichweite erzeugen, werden Sie langfristig davon profitieren, weil Sie wollen ja jetzt auch nicht einmalig jemanden suchen wahrscheinlich, sondern dieser ganze Branding-Prozess soll ja über die nächsten Monate und Jahre dann anhalten. Ja, eine Frage, die mich mir dabei immer stelle und vielleicht auch viele Unternehmen, wir haben ja große und kleine Unternehmen, nicht jeder hat ein Riesenbudget zur Verfügung. Muss ich denn unbedingt dafür jetzt eine Agentur engagieren, die mir das Gesamte macht? Was kann ich selber machen? Wo ist es wirklich sinnvoll, Geld auszugeben? Also natürlich, ich komme jetzt aus der Agenturszene. Es macht natürlich wahnsinnig viel Sinn, am Anfang beim Strategieaufbau sich die Fachleute dazu zu holen. Wenn Sie es intern können, ist es gar kein Problem. Also dann intern wirklich, wenn da Expertise da ist, die Sie viele Erfahrungen schon haben im ganzen digitalen Marketing oder auch die passenden Mitarbeiter dazu haben, dann selber aufbauen. Wichtig ist nur eine Strategie. Wir empfehlen da bloß immer Fachleute wirklich mit reinzuholen, auch vielleicht aus der Sicht von außen. Also wir haben ja zum Beispiel heute Echion dabei. Echo, wir bauen gerade die Webseite neu und wir machen natürlich dann auch einzelne Bausteine für das ganze Thema Employer Branding. Und wir haben, glaube ich, eine ganz andere Sichtweise. Wir nehmen alles auseinander, wir analysieren und haben eine ganz andere Sichtweise auf Ihr Unternehmen, als Sie es haben
und was bestimmt sehr viel guten Input liefern kann. Und deswegen macht es immer Sinn, am Anfang bei der Strategie, ja, also muss nicht immer Agenturen sein, aber einfach andere Personen mit reinzuholen, die eine ganz andere Sichtweise haben, um das alles zu vermengen. Danach, also im Branding, Engagement, Recruiting-Prozess, den könnten Sie auch selber abbilden. Wenn Sie die Möglichkeiten haben, Social Media selber zu machen, wenn Sie Content selber produzieren können, in-house, schöne Bilder machen können von Ihren Mitarbeitern, kleine Videos, Webinare, ja, also alles, was da dazugehört, Texte schreiben, Blogging, wenn Sie das alles selber machen können, gar kein Problem, können Sie das alles sauber aufstellen, aber immer basierend auf der Strategie. Und dann im Recruiting-Prozess macht es wahrscheinlich auch Sinn, eine Agentur mit reinzuholen, die dann die passenden Werbeanzeigen eventuell im Social-Media-Bereich setzt, weil da kann man natürlich auch sehr, sehr viel Geld verbrennen, wenn man das falsch macht. Also da sagen wir immer, machen Sie das lieber mit einer Agentur oder mit Spezialisten, um einfach hier einfach Geld, also dieses Geld ist sehr gut eingesetzt und wird im Schluss dann natürlich auch was einsparen. Ja, danke für die Antwort. Ich glaube, so ein paar Punkte sprechen wir gleich auch noch an. Jetzt kommen wir mal aufs erste Thema. Ich glaube, so das erste, wo jemand sucht, wenn er schon ein konkretes Unternehmen im Blick hat, ist die eigene Homepage vom Unternehmen. Genau, also Ihre Homepage ist einfach die digitale Visitenkarte. Sie können, also eigentlich ist der ganze digitale Auftritt die Visitenkarte, weil Sie können sich einfach damit, also klar sein, dass jeder Bewerber, der sich mit Ihnen beschäftigt, wird sich einfach mal grundlegend über Sie informieren. Und wenn man jetzt mal die ganze Customer Journey oder diese Recruiting Journey anschaut, dann geht es natürlich auf die Webseite. Der Eintrittspunkt ist meistens natürlich die Karriereseite. Ich habe jetzt mal unsere hier rausgenommen, die sehr bunt ist und die soll sehr ansprechend wirken, weil das ist der erste Touchpoint ist. Also Sie haben die Stellenanzeige draußen oder einen Social Media Post und dann komme ich auf diese Landingpage und die muss natürlich super gut aussehen. Und dann, dass ich gleich ein gutes Gefühl habe, ah, okay, das könnte ein Arbeitgeber für mich sein. Und dann ist auch ganz interessant, wie es dann weitergeht. Die meisten meinen dann, ja, jetzt geht es dann zu den Leistungen und der Bewerber wird sich alles durchlesen, was ich so anbiete und wird auf die Startseite gehen. Nein, der Bewerber geht als nächstes auf die Teamseite. Ich habe es mal bei uns dargestellt. Der schaut sich erstmal an, wer arbeitet denn bei Ihnen überhaupt? Deswegen ist eine Teamseite mit Bildern wahnsinnig wichtig, weil ich will ein Gefühl dafür haben, ja, was da so im Unternehmen passiert und mit wem ich dann in Zukunft vielleicht zusammenarbeiten werde. Dann auch auf der rechten Seite natürlich nochmal die Stellenbeschreibung schaue ich mir auch nochmal ganz genau an. Das ist dann der nächste Touchpoint. Also so ist dieser Verlauf. Und dann geht es erst auf die Startseite, zu den Leistungen, wieder zurück, dann eventuell in den Teambereich oder dann ja, auch auf die Ausschreibung. Und dann werde ich erst wahrscheinlich Kontakt aufnehmen. Also das ist ganz, ganz wichtig, kann ich nur sagen, optimieren Sie Ihre Webseite oder besonders den Karrierebereich. Wer das sehr, sehr gut macht, auch ein Partner von uns ist Baramundi, können Sie sich gerne mal anschauen. Die haben das wirklich ja, also toll aufgestellt. Wirklich, man kommt drauf, man startet mit uns durch, sind sehr ansprechende Texte. Dann wird sofort erklärt, was die Benefits sind. Also die haben wirklich ganz tolle Benefits für jeden Mitarbeiter von Betriebssport, betriebliche Altersvorsorge etc. Wird alles sehr schön dargestellt, übersichtlich. Und auch jeder Job ist wirklich von A bis Z sehr gut strukturiert und macht wirklich Spaß, glaube ich, sich dort durch den Karrierebereich zu navigieren. Es gibt ja auch Software, die das quasi unterstützt, dieses ja, Bewerbungssoftware, die da mit auf der Seite integriert ist. Sagst du, muss man haben, kann man haben, braucht man nicht? Also es gibt natürlich ganz verschiedene Softwarearten. Es kommt darauf an, was man erreichen will, wenn Sie Bewerber haben oder wen Sie auch suchen. Es gibt ganz viele natürlich Unternehmen, das gerade draußen, die suchen ja, also Fachkräfte in einem Bereich, ja, wo es relativ wenig Bewerbungen gibt, also wo die Konkurrenz wahnsinnig hoch ist, dass ich, ja, also wo ich mir sicher sein, also wo ich einfach davon ausgehen kann, dass es echt ein Glücksfall ist, wenn jemand sich bei mir verirrt und eine Bewerbung abgeben soll. Und da muss natürlich eine Quick-Bewerbung her. Das bedeutet, ich habe einen Call-to-Action-Button, wo ich draufklicke und ich gebe einfach nur meine E-Mail-Adresse, vielleicht ein paar Kontaktdaten ein, kann irgendwas hochladen. Das muss ganz schnell gehen, weil der Bewerbungsprozess darf auf keinen Fall 1 bis 2 Stunden dauern, wie es oft noch bei den Unternehmen ist, dass ich alles ausfüllen muss und alles hinterlegen muss. Nein, das sollte innerhalb von maximal 5 Minuten zu erledigen sein. Der Bewerber, können Sie sicher sein, der hat seine Unterlagen alle parat und der will die einfach ganz schnell zack, zack, zack hochladen. Und dann erwartet er eigentlich von Ihnen in diesem Fachkräftemangelbereich eine Rückmeldung. Also er ist wirklich in der Luxusposition, das wissen die meistens auch, ja, dass sie einfach kontaktieren müssen.
Das will ich noch sagen. Also Software gibt es, also Sie müssen einfach, kann ich jetzt pauschal nicht beantworten. Man muss einfach schauen, was das Ziel ist. Okay. Wenn ich natürlich ein Unternehmen habe, wo am Tag, keine Ahnung, 500 Bewerbungen reinkommen, weil ich so ein attraktiver Arbeitgeber sind und ich bei Ihnen arbeiten will, wie zum Beispiel bei BMW, bei Adidas, das weiß ich auch, da ist natürlich eine größere Software total sinnvoll, die erstmal eine Clusterung vornimmt, eine Vorabqualifizierung, dass beim Recruiter hinten dran im HR-Bereich nur eine Anzahl von Bewerbungen überhaupt rauskommt und die anderen werden automatisch vielleicht rausgefiltert. Okay. Es gibt ja dieses Google Jobs, das sucht doch auch die Seiten aus. Ist es wichtig, dass man dafür eine gute Karriereseite hat? Ja, auf jeden Fall. Also Google Jobs, also Google ist natürlich nicht blöd, gell? Also die verdienen da jetzt auch damit Geld, dass sie machen ja Konkurrenz zu Indeed und allen anderen Stellenportalen. Ja klar, also man sollte die Stellenausschreibungen und die Karriereseiten auch darauf ausrichten, SEO-technisch. Bedeutet, dass man einfach diese Jobs sehr, sehr gut beschreibt und immer den Jobtitel nochmal vorkommen lässt, sodass man wirklich bei Google Jobs auch in den ersten Treffern landet. Ja, super. Genau, also bis zum Thema Homepage. Das ist nur ein ganz kurzer Umriss. Ich will Ihnen nur sagen, also der wichtigste digitale Touchpoint und da kommt auch jeder immer wieder zurück. Also da wird auch die Bewerbung stattfinden in den meisten Fällen. Deswegen wirklich die Landingpages, die Karriereseiten optimal ausrichten. Genau, also dann geht es weiter in den Social-Media-Bereich. Sie haben jetzt eine Landingpage, Sie haben jetzt eine Strategie, Sie haben jetzt Content, also zum Thema Content komme ich nachher noch dazu. Ganz am Schluss ist natürlich auch ein ganz breites Thema, aber Sie haben jetzt Stellenanzeigen gemacht, Sie wollen sich jetzt zeigen und da geht natürlich nichts mehr ohne Social-Media-Auftritte. Besonders jetzt durch Corona müssen wir uns einfach damit sehr, sehr stark auseinandersetzen. Also wir haben eine Wachstumssteigerung in der Social-Media-Nutzungszeit am Tag von ca. 20%, also von jedem Bürger in Deutschland 20%. Dann können Sie mal davon ausgehen, dass natürlich bei manchen Personen nur 5% sind und bei anderen Personen 30% oder 40% mehr Nutzung am Tag. Zum Beispiel haben wir die Nutzungszeit bei einem 18-, 19-Jährigen, der verbringt teilweise 6-7 Stunden im Social-Media-Bereich am Tag. Und das ist jetzt nicht mal YouTube, wo er noch Videos anschaut, sondern das ist Instagram oder das ist Snapchat, TikTok, wo der einfach unterwegs ist. Also Facebook nicht mehr so, komme ich gleich dazu. Aber wenn Sie junge Nachwuchskräfte suchen, also wo erreichen die Sie? Sie erreichen Sie nicht über Stellenportale, Sie werden sie jetzt auch nicht übers Fernsehen erreichen. Radio wird auch schwierig, weil die hören einfach Spotify etc., sondern sie müssen einfach in die Social-Media-Kanäle rein, um sich zu zeigen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Destilla, die sind heute, glaube ich, auch dabei, kann ich auch erwähnen, weil die wirklich einen ganz tollen Instagram-Auftritt mittlerweile haben, auch für die jungen Nachwuchskräfte, die machen auch Instagram Live-TV, also wo sie dann wirklich Übertragungen bei Instagram Live machen zu bestimmten Job- oder Karrieremöglichkeiten bei Destilla, also Das muss man auf jeden Fall tun. Das sind Statistiken, die Präsentation, glaube ich, kriegen Sie ja nachher noch. Genau, also da will ich auch gar nicht mehr so lange drauf eingehen. Sie sehen hier die Nutzungszeit oder die Nutzung, wie sie sich verändert hat. Also es ist von 2020. Hier bei Facebook, Sie sehen, die Nutzung geht zurück. Aber, jetzt kommt das Aber von mir, in der Altersgruppe bis 40 geht die Nutzung zurück. Haben Sie jetzt Zielgruppen? Sie können ja Fachkräfte suchen, Seniors in einem Bereich, ja, also vielleicht Maschinenbau oder wie auch immer, die älter sind, dann ist Facebook auf jeden Fall der richtige Kanal, weil da ist die Nutzungszeit während Corona wieder nach oben gegangen. Aber unter 40 ist es einfach Instagram. Also Instagram, die auch verbunden sind mit Facebook, ist da der Kanal Nummer 1, neben natürlich LinkedIn, da komme ich auch gleich noch dazu, wo sich die Fachkräfte finden werden mit ihren Social-Media-Aktivitäten. Warum ist jetzt hier WhatsApp dabei? WhatsApp hat auch tolle Möglichkeiten. Sie können nämlich in dem Recruiting-Prozess auch eine Kommunikation mit Ihren Bewerbern aufbauen und da ist WhatsApp auf jeden Fall sinnvoll, auch besonders in der jungen Zielgruppe. Also ganz viele Unternehmen bieten jetzt an, WhatsApp-Chats mit den zuständigen Karriereverantwortlichen, dass ich Fragen stellen kann und schnell in die Kommunikation komme. Das können Sie auch alles aufbauen. Was ich vernachlässigen würde, ist, wo ich auch gefragt werde, ist immer Twitter. Ja, Twitter ist ein sehr starkes Nischenthema. Wenn Sie jetzt IT-Fachkräfte suchen mit einem ganz speziellen Fokus, macht es auf jeden Fall Sinn. Oder wenn Sie im Journalismusbereich, im PR-Bereich
Nachwuchskräfte suchen, die sind sehr, sehr stark bei Twitter oder in der Politik, aber jetzt für andere Jobs eigentlich nicht so sinnvoll, weil die Nutzung eigentlich bei Twitter sehr, sehr gering ist. Wenn Sie ganz spezielle IT-Kräfte suchen, so richtige Nerds heißen die ja immer, dann sind Sie bei Twitch richtig. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen kennt. Das ist ein Portal, wo man andere Menschen beim Zocken zuschauen kann zu Hause, dass die in der PlayStation sitzen oder in PC-Games spielen. Das wird dann live übertragen, kann man sich das anschauen. Da sind aber wirklich die absoluten IT-Nerds, ich sage immer Nerds, aber es ist ja wirklich so sehr, sehr stark vertreten. Und da macht es bestimmt auch Sinn, da mal eine Werbeanzeige zu schalten. Und TikTok ist die Zielgruppe für die Azubis. Wenn sie besonders 16, 15, 16, 17-Jährige suchen, dann ist TikTok für sie bestimmt ein Kanal, wo sie sich auch aktiv zeigen könnten. Genau, ich habe jetzt mal ein Video. Schauen wir, ob es funktioniert. Ich glaube, da muss man aktiv reinklicken. Es wäre jetzt hier ein Video von Instagram Reels. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt. Also das ist die Plattform, die letztes Jahr am meisten gehypt hat. Instagram, auch während der Corona-Zeit, die auch sehr, sehr viele Funktionen immer von der Konkurrenz übernimmt und dann integriert. Und da gibt es jetzt das Format Reels, wo ich kleine Videos erstellen kann, relativ einfach, auch mit Musik hinterlegt, wo ich mich als Arbeitgeber sehr, sehr gut zeigen kann. Dann geht es weiter zu LinkedIn. Jetzt kommen wir in den Bereich, wenn Sie Fachkräfte suchen, Seniors, wirklich mit einem bestimmten Background, wenn Sie genau eigentlich auch analysieren wollen, wer ist diese Person, was für ein Jobprofil hat sie, die Person, was hat die schon alles gemacht, dann finde ich das auf LinkedIn, weil jeder dort sein Profil ausgiebig ausfüllt, so kann man es eigentlich sagen. Und dieser Kanal, also da kommen Sie nicht mehr drum rum, wenn Sie Recruiting 2021, 2022 machen wollen. Es wird von Microsoft gepusht, es gehört zum Microsoft-Konzern dazu. Die haben sich das 25 Milliarden Dollar kosten lassen, diese Plattform, einfach aus dem Grund, weil da so viele Daten sind von interessante Kontakte sind und diese Daten sind wahnsinnig wertvoll. Und die sind auch für Sie wertvoll, weil Sie da sehr, sehr gut Werbung schalten können. Sie können sehr gezielt Leute raussuchen, die für Sie interessant sind. Und das ist dann dieses Thema Direct Recruiting, also sich wirklich passende Personen raussuchen, filtern und die dann vielleicht mit Werbeanzeigen, mit In-Mail-Nachrichten oder natürlich auch mit Postings anspielen. Also das ist der Kanal, wo wir sagen, also im Fachkräftebereich, Seniors Nummer 1. Genau, also hier sind zum Beispiel 63% der Mitglieder sind laut ihren Aussagen Entscheidungsträger in Unternehmen. Also wirklich, wenn Sie eine High Position suchen oder halt besetzen wollen, werden Sie dort bestimmt fündig. Und 35 bis 49 ist die Hauptaltersgruppe, geht aber jetzt auch immer mehr in den jungen Bereich an. Also jeder Student mittlerweile legt sich einen LinkedIn-Account an, um sich gleich mal zu zeigen. Genau, und ein Beispiel noch, was sehr, sehr spannend ist, also sehr viele Unternehmen oder fast alle Unternehmen, große Unternehmen, drängen ihre Mitarbeiter, sich ein LinkedIn-Profil anzulegen, einfach für das Thema Corporate Influencer, wo ich gleich dazu komme. Also wir haben jetzt hier Tesla, die Folie ist ein bisschen veraltet, die haben mittlerweile über 40.000 Beschäftigte auf LinkedIn registriert. Also Sie sehen diese Zahl, diese blaue Zahl rechts, 40.000, bei BMW sind es 80.000, Daimler auch so, also Volkswagen. Also jeder Mitarbeiter eigentlich von diesen großen Konzernen hat mittlerweile ein sehr, sehr gutes LinkedIn-Profil, weil das kommt noch dazu. Das Unternehmen hilft den Mitarbeitern, das Profil anzulegen, hat bestimmte Richtlinien und stellt ihnen auch den Content bereit, die diese Mitarbeiter dann teilen können. Ja, tolle Möglichkeiten auf LinkedIn auch im Netzwerk aufzubauen. Das ist nur ein Beispiel von mir jetzt. Also Sie können hier auch als Arbeitgeber, wenn Sie zum Beispiel Geschäftsführer sind, sich natürlich ein großes Netzwerk anlegen, direkt auf Leute zugehen, also direkt auf Personen zugehen, die für Sie interessant sind und natürlich mit denen in Kontakt treten. Also auch ein ganz, ganz großer Tipp von mir, wenn Sie im HR-Bereich arbeiten oder in der Geschäftsführung, ganz großes Netzwerk anlegen. Du hast jetzt eine ganze Menge verschiedener Social-Media-Bereiche genannt. Schnelldurchgang. Im Schnelldurchgang, was ich so mitgenommen habe. Jede Zielgruppe hat seinen eigenen Social-Media-Kanal. Jetzt suche ich als Unternehmen ja vielleicht nicht nur in einer Zielgruppe. Ich suche ja vielleicht einen Azubi und einen Senior.
Muss ich alle bespielen? Kann ich die Posts für alles verwenden und einfach nur copy-paste? Wie gehe ich damit um? Nein, also man muss wirklich, also wenn ich verschiedene Strategien habe, also wenn ich verschiedene verschiedene Zielgruppen suche oder anspielen möchte, muss ich auch eine passende Strategie für die Zielgruppe haben. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt auf LinkedIn eine High Senior Position, also eine Werbeanzeige zu setzen und die dann auf Instagram genau 1:1 zu nehmen. Also es passt nicht zum Kanal und sie werden auch nicht die junge Zielgruppe mit dieser Art der Werbeanzeige überzeugen können. Also wenn für die Azubis muss eine eigene Strategie her und der passende Kanal gefunden werden, das wäre in dem Fall Instagram. Und natürlich für die Senior-Positionen muss auch eine eigene Strategie gefahren werden, weil die finde ich dann eher auf LinkedIn. Also das ist ganz klar. Und dann kam noch eine Frage, die würde ich jetzt auch gleich aufgreifen, weil sie gerade gut dazu passt. Du hast LinkedIn erwähnt. Was ist denn mit Xing? Ja, Xing ist ja... Klingt jetzt übel, aber natürlich auf einem sehr absteigenden Ast. Einfach aus dem Grund, weil LinkedIn einfach viel mehr Power hat, viel mehr Möglichkeiten, Features und nach Xing alle Reichweiten abgräbt. Also Xing ist wirklich nur noch sehr, sehr interessant für dieses Direct Recruiting, so nennen wir das. Das heißt, dass man wirklich, weil jeder hat seinen Account noch da, bloß man nutzt ihn nicht. Aber trotzdem landet natürlich, wenn ich eine Nachricht an eine Person schreibe, noch im Postfach oder dann sogar noch, wenn es noch super ist und die haben es noch angemarkert, dann landet es auch noch im E-Mail-Postfach. Und dann werde ich darauf hingewiesen, dass ich bei Xing eine neue Nachricht habe. Und so kann ich natürlich sehr gut in Kontakt mit den Personen treten. Was keinen Sinn macht, ist irgendwelche News dort zu streuen, irgendwelche Postings zu machen. Das ist eigentlich vergebene Liebesmüh, weil die Nutzungsdauer am Tag bei Xing nicht mal bei 5 Minuten pro Person liegt. Also da ist natürlich sehr, sehr gering. Zudem, es ist auch noch sehr teuer, wenn ich die Werbeanzeigen dort setze, dann muss man immer schauen, ob ich das Geld nicht lieber vielleicht bei LinkedIn gleich investiere oder auf anderen Kanälen. Wo es noch Sinn macht, das kann ich auch sagen, wo Xing noch sehr viel Spaß macht, ist im Eventbereich. Also da wirklich ein Event, Events anzulegen, Leute einzuladen, die kriegen auch wieder eine Meldung im Postfach oder auch Werbeanzeigen zu setzen. Aber im ganzen Recruiting-Bereich, da gräbt langsam LinkedIn komplett Xing alle Marktanteile ab. Okay. Der Markt bereinigt den Markt. Es war bei Instagram und Snapchat genauso. Also Instagram hat Snapchat alle Marktanteile fast schon weggenommen. Also das ist einfach so. Okay. Genau. Was ich noch habe, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Also das ist, das kann ich nur jedem Unternehmen mitgeben, ist das Corporate Influencing Thema. Weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben. Corporate Influencing bedeutet einfach, dass ich meine Mitarbeiter in diesen ganzen Employer Branding Prozess mit reinnehme. Also ihre Mitarbeiter oder besonders Sie als Geschäftsführer oder als HR-Person stehen für das Unternehmen ein und Sie haben eine riesen Reichweite, die an Followern oder halt an Freunden bei LinkedIn beispielsweise. Ich habe jetzt mal LinkedIn rausgenommen, das gleiche natürlich bei Instagram auch. Bei LinkedIn ist es nur der Vorteil, bei LinkedIn ist jedem Mitarbeiter klar, dass es eigentlich ein Jobprofil ist, also dass es kein Privatprofil ist, sondern dass es eigentlich eine sehr, sehr hohe Verknüpfung mit meinem Job hat. Und da ist es für die Personen meistens oder für die Mitarbeiter auch kein Problem, da News oder Stellenausschreibungen beispielsweise von dem Unternehmen zu teilen. Das kann ich Ihnen nur mitgeben. Wirklich versuchen Sie, Ihre Mitarbeiter damit reinzuholen, weil wenn die sehr positiv über Ihr Unternehmen berichten, hat das eine viel größere Wirkung noch, als wenn Sie das als Unternehmen alleine machen. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Also wenn man jetzt dieses Thema Mitarbeiter wegnehmen würde, also in der Mitte diese Säule Mitarbeiter, dann hätten Sie als Unternehmen, Sie würden posten, zum Beispiel auf LinkedIn, setzen einen Post und ca. 400, 500 Personen werden wahrscheinlich diesen Post sehen. Das ist dann einfach so. Also 500 mal die Reichweite. Machen wir das jetzt anders und wir sagen, wir haben 630 Mitarbeiter beispielsweise und die haben im Schnitt 400 Kontakte. Das ist so ungefähr die Zahl bei LinkedIn, die jeder Mitarbeiter hat oder die jede registriertes Mitglied hat, 400 Kontakte. Also 630 mal 400, dann komme ich schon auf eine wahnsinnige Zahl. Also nicht jeder wird diesen Post sehen, aber sie haben 1,2 Millionen Impressions auf einmal für ihr Posting, wenn es alle Mitarbeiter teilen würden oder ihre Stellenausschreibung.
Also sie haben eine viel größere Power, eine kostenlose Power, wenn sie ihre Mitarbeiter in dieses ganze Thema mit reinholen, überzeugen davon, dass es natürlich total sinnvoll ist, wenn du im Recruiting-Prozess mithilfst oder im Employer-Branding-Prozess mithilfst. Auf der einen Seite werden wir mehr Kunden kriegen, ist klar, wenn wir mehr Reichweite haben, soll natürlich irgendwann so sein. Und auf der anderen Seite werden wir unsere passenden Mitarbeiter finden, die uns ja allen wieder weiterhelfen. Muss man ja auch nur so kommunizieren, ist ja nicht schlimm, wenn neue Mitarbeiter dazukommen, sondern es ist ja eher positiv, die Arbeit wird mehr aufgeteilt, es gibt neue Skills, die mit reinkommen, neues Know-how, also wenn man da die Mitarbeiter überzeugt hat, ist es natürlich eine Riesenkraft. Beispielsweise, ist es ja immer, ich nehme das jetzt immer von uns aus, Sie können es ja auf sich übertragen, wenn ich ein Mitarbeiter von mir zum Beispiel teilt wieder eine Meldung von mir, hat eine riesen Reichweite oder wir haben eine Stellenausschreibung, alle unsere Mitarbeiter haben das geteilt, wir haben mittlerweile für diese Stelle hier schon, 10, 12 Bewerbungen drin und wir haben eine Reichweite gehabt für diese Stellenausschreibung ohne Geld, jetzt schon mal von über, 10.000 Personen, die für uns interessant waren, also einfach nur, weil jeder Mitarbeiter diese Stellenausschreibung auf LinkedIn geteilt hat. Das hat ja, glaube ich, auch den Vorteil, dass man die Leute vielleicht schon mal kennt oder mal einen persönlichen Bezug hat. Also vielleicht einer, der besonders gut ins Team passt, den man darüber findet. Genau, also super Punkt. Natürlich, wenn man die Mitarbeiter mit reinholt, die haben ja auch ein riesen Netzwerk, die kennen ja auch wahnsinnig viele Personen, vielleicht aus dem Studium noch oder aus den Vorjobs. Und die wissen auch natürlich, wer wechselwillig ist. Also die wissen im Netzwerk vielleicht auch ganz gut, die Person ist vielleicht für uns interessant und sagen das dann vielleicht hier dem Chef oder der HR-Abteilung, hey, sprich doch mal mit dem oder die laden die zum Bewerbungsgespräch ein. Ist natürlich super. Zudem haben sie ja noch das Feedback von ihrem Mitarbeiter, der sagt, hey, der würde zu uns passen. Mega. Also eine Win-Win-Situation für alle. Genau. Das ist natürlich, man muss bloß jetzt schauen, was man da für eine Strategie wählt, wie man die Mitarbeiter mit reinholt. Man darf sie natürlich nicht überfahren, auch ein ganz wichtiger Tipp. Also nicht diese Vorgabe, du musst jetzt hier für uns Employer Branding machen. Das habe ich auch schon gehört, dass Unternehmen da Richtlinien rausgegeben haben. Du hast jetzt ein LinkedIn-Profil, du postest jetzt einmal in der Woche, du machst das und das. Nein, das wird nicht funktionieren. Das ist nicht authentisch, das ist nicht ehrlich, sondern wir müssen so einfach eine Strategie finden, die einfach positiv ist und Spaß macht, damit zu machen. Genau. Das sind nur so weitere Beispiele, auch noch, wie Sie noch Mitarbeiter natürlich auch noch Partner mit reinholen können, Freunde auch, die müssen ja nicht mal bei Ihnen arbeiten, sondern einfach Freunde davon überzeugen, dass sie mal posten. Ganz wichtig auch Partnerinstitutionen, einfach zu sagen, hey, könnt ihr nicht mal für mich diesen Job oder also die Stellenanzeige zum Beispiel teilen oder das Posting. Ja, ist super. Bei LinkedIn hier, ich habe es nur so Beispiele rausgesucht, ich bin jetzt bei LinkedIn hängen geblieben. Wenn Sie da noch Beispiele von anderen Social-Media-Kanälen brauchen, sehr gerne. Hier LinkedIn, was einen riesen Power hat, ist zum Beispiel auch immer das Vertecken. Also der mittlere Post vom Stefan Schimpfle vom Digitalen Zentrum Schwaben, der Geschäftsführer, der ein Posting macht. Und unten drunter, also dann dieses Blaue, dann die Wirtschaftsförderung, die Stadt Augsburg, verteckt Landratsamt Augsburg, IHK vielleicht wahrscheinlich auch dabei. Also dass die werden auch aufmerksam auf diesen Post und teilen das dann vielleicht auch noch. Also so haben sie einfach eine leichte Möglichkeit im Post noch sehr, sehr viel Reichweite zu kriegen und natürlich dann durch die passenden Hashtags auch noch. Das ist auch so ein kleiner Social-Media-Tipp. Ja, ein Punkt, der mir vielleicht eingefallen ist, es gibt ja in manchen Bereichen schon auch eine harte Konkurrenz um Fachkräfte. Muss man da so ein bisschen aufpassen, wenn man sowas teilt, so mit, ich meine, so was wie Lieferanten, Kunden sind ja auch potenzielle Vorarbeitgeber, zukünftiger Arbeitgeber. Wie gehst du damit um? Ja, man muss sich natürlich da immer bewusst sein. Man kann nie sicher sein, dass man nicht, dass jemand abgeworben wird oder dass man ist in einer starken Konkurrenzsituation. Es ist natürlich, jetzt kann ich es auch sagen, ich zeige mich überhaupt nicht. Ich lasse meine Mitarbeiter auch kein LinkedIn-Profil anlegen, dass sie dann nicht gefunden werden, dass keiner sie abwerben kann. Ist auch eine Strategie, aber ich würde lieber die offensive Strategie wählen und einfach schauen, dass meine Mitarbeiter so überzeugt von meinem Unternehmen sind und dass es ihnen so viel Spaß macht bei mir und die nicht wechselwillig sind und die dann aktiv in dieses Boot mit reinholen. Wenn sie natürlich sagen, ja, und bei den Unternehmen sind 90% unzufrieden mit ihrem Job, dann würde ich wahrscheinlich sagen, vielleicht kein LinkedIn und kein Corporate Influencing aufbauen. Dann hat man vielleicht aber auch noch mehr Baustellen. Das wollte ich jetzt noch nicht sagen. Ja. Genau.
Letzter Punkt, nächster Tipp, den ich mitgeben kann, wo Sie nicht drum rumkommen, ist einfach Werbung schalten. Also wir schalten mittlerweile, glaube ich, für 20 Unternehmen im Monat immer die Werbeanzeigen, ob es jetzt auf Google im SEA-Bereich ist oder ob es jetzt im Social-Media-Bereich ist, weil Sie können einfach eine wahnsinnige Reichweite erzielen durch bestimmte Job-Performance-Ads, so benennt sich das. Das sind also einfach Stellenausschreibungen, die Sie einfach mit wenig Geld, also ich sage jetzt mal wenig, für mich sind wenig zum Beispiel 100 Euro, wo Sie schon mal eine riesen Reichweite erzielen können in Ihrer Zielgruppe. Das Schöne ist im Social-Media-Bereich, also LinkedIn beispielsweise hat ja alle Daten und Sie können eingeben hinten im Werbeanzeigenmanager, ich hätte gerne alle Personen, die den einen Job haben, die aus der und der Region kommen, die vielleicht auch die und die Ausbildung haben, die vielleicht sogar bei dem Unternehmen arbeiten, die sollen meine Stellenanzeige schauen, also sehen können. Kann ich einstellen für 100 Euro, habe ich schon mal eine immense Reichweite, wenn die Job-Ads, also die Werbeanzeige gut aufgebaut ist, habe ich wahrscheinlich sehr viel Chance, dass die dann auf meine Landingpage kommen und schon mal so einen Touchpoint mit mir haben und sich vielleicht mit meinem Unternehmen auseinandersetzen. Heißt ja nicht, dass sie sofort bewerben, aber sie haben mich schon mal auf dem Schirm gehabt. Und dann kriegen die nochmal eine Anzeige, nochmal und irgendwann haben sie vielleicht nochmal Bock, sich bei Ihnen zu bewerben. Also eine super Möglichkeit. Und ja, hier rechts ist auch ein Beispiel dabei, wie Monster das vorgibt, wie so eine Werbeanzeige aufgebaut sein soll. Das stimmt auch so. Call to Action Button sollten drin sein. Ich sollte ein sehr, sehr gutes Bild, visuell ansprechend. Genau. Und ich soll einfach so ein Gefühl dafür kriegen, wie es bei Ihrem Unternehmen abläuft. Wir raten immer von Stockbildern ab, sondern es sollen authentische Bilder aus dem Unternehmen sein, die auch zu Ihnen passen. Und so kann man dann relativ viel machen. Das gleiche auch bei Google. Also wie vorher schon gesagt, mit den Google, Google Jobs auch kann ich natürlich auch Werbeanzeigen setzen bei Google, dass mein Job bei der Suche ganz oben kommt. Kann ich da irgendwie kontrollieren oder nachschauen, ob das was bringt? Das Schöne ist ja in der digitalen Sichtbarkeit, Sie können alles messen. Also erstmal bekommen Sie von natürlich Google oder von Facebook oder von LinkedIn eine genaue Auswertung, wie viele Leute haben jetzt die Stellenanzeige geklickt. Also wie viele waren da jetzt drauf und sind dann auf Ihre Webseite gekommen. Vielleicht haben Sie sogar LinkedIn Jobs eine Anzeige gesetzt und sehen Sie natürlich sofort, wie viele Bewerbungen überhaupt über LinkedIn direkt reinkommen. Das gleiche geht bei Google auch. Oder Sie haben natürlich auf der anderen Seite bei sich, oder das hoffe ich natürlich, dass Sie Google Analytics beispielsweise oder Piwik oder immer was Sie nutzen, auf Ihrer Webseite richtig eingebaut haben. Dann sehe ich natürlich auch, über welche Kanäle sind jetzt wie viele Personen auf meine Landingpage zu der Stellenausschreibung X gekommen. Und so können Sie immer das Verhältnis, so haben Sie immer das Verhältnis zwischen Geldeinsatz und dann wirklich den Klicks. Also das ist ja der Vorteil gegenüber zum Beispiel einer Zeitungsannonce oder einem Radiospot, wo Sie einfach relativ wenig messen können. Hier können Sie es direkt jeden Tag einsehen. Macht das Sinn, das auf der Homepage nochmal zu platzieren, auf der Karriereseite? Wie haben Sie uns gefunden? Nee, das würde ich eher dann machen. Also jede Frage zu viel auf einer Landingpage oder in so einem Kontaktformular ist, die nicht nötig ist, ist zu viel, so wollte ich sagen. Jede Frage ist zu viel. Es sollte eine Quick-Bewerbung sein, ich sollte dem Bewerber so wenig Informationen preisgeben lassen wie nötig, um halt dann mit ihm in Kontakt zu treten. Ich würde es dann im ersten Telefonat machen oder in der Kontaktphase einfach mal abfragen, hey, wie bist du denn auf uns gekommen? Okay. Und das auch aufschreiben dann. Ja, klar. Genau. Das war jetzt der nächste Tipp. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist Rezensionen spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle, ob ich jetzt was kaufen will. Und im Endeffekt will ich das Unternehmen auch kaufen als neuer Mitarbeiter, will es halt gut kennenlernen. Und deswegen sind diese ganzen Bewertungen natürlich nicht außer Acht zu lassen. Natürlich ist es den Bewerbern auch klar, dass viel gefaked ist oder dass da viel vielleicht nicht stimmt, aber trotzdem beispielsweise Kununu hat schon noch eine sehr hohe Vertrauenswürdigkeit und Sie sollten schon ein Kununu-Profil aufbauen. Also wir haben das auch lange nicht gemacht in unserem Employer-Branding-Prozess, kann ich auch sagen. Wir haben uns da jetzt vor ein paar Wochen dazu entschieden, weil wir einfach auch mit unseren Mitarbeitern gesprochen haben. Wir haben die, also haben die mal befragt, wie macht ihr denn so, also wie seid ihr zu uns gekommen, auf was achtet ihr? Und haben alle Kununu gesagt.
dass alle uns, also alle nach Kunglu geschaut haben und dann haben wir gedacht, okay, da müssen wir da jetzt auch mal sein. Also wir haben das ja auch nicht gemacht. Ja, und das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ich habe zum Beispiel mal von Xpose rausgesehen. Sie müssen da jetzt kein, das ist übrigens ein bezahltes Kununu-Profil, das ist relativ teuer im Monat. Wenn Sie es ohne Bild haben möchten und ohne Logo, dann ist es kostenlos. Also das kann man auch sagen, es gibt Möglichkeiten, ein kostenloses Profil anzulegen, gern über Xing wiederum. Ja, und da spielen die Bewertungen natürlich schon eine Rolle. Deswegen würde ich schon schauen, dass Ihre Mitarbeiter, die Ihnen sehr positiv zugetan sind, da eine Bewertung abgeben, also die mal ja, zu animieren, auf keinen Fall drängen, auf keinen Fall verpflichten, sondern einfach sagen, hey, wir wollen hier ein Arbeitgeberprofil aufbauen, wir wollen uns sympathisch darstellen, gib doch bitte eine ehrliche Meinung ab bei Kununu und dann machen die das bestimmt auch. Und ich bin mir sicher, wenn die zufrieden sind mit ihrer Stelle, werden die es auch positiv machen. Man muss sich aber auch klar sein, dass es natürlich auch negative Bewertungen geben kann, vielleicht von Ex-Mitarbeitern, die gegangen sind oder da, wo irgendwas passiert ist. Das ist aber auch ganz normal. Was mache ich denn, wenn ich so eine negative Bewertung habe? Ich glaube, das ist eine große Befürchtung vieler Unternehmen, dass ich das nicht mehr einfangen kann. Das können Sie schon einfangen. Sie können kommentieren. Also der Admin, der das Profil anlegt, also der jetzt zum Beispiel Xpose angelegt hat oder ist egal, also welche Firma da oben steht, der kann über Xing, hat er die Möglichkeit, dann wirklich auf bestimmte Bewertungen unten drunter also zu kommentieren. Und das sollte ich dann auch machen. Also ich sollte das regelmäßig überprüfen und dann einfach das vielleicht nochmal klarstellen, wenn da jetzt irgendwelche Falschaussagen bei den Bewertungen drin sind. Wenn da jetzt richtige Bewertungen drin sind, die natürlich schlecht sind, also sagen wir so, schlechte Bewertungen, die da sind, das wird auch wird passieren, dann einfach drunter schreiben, ja, oder sollte man drunter schreiben, ja, wir haben das so verstanden, wir haben mittlerweile alles umgebaut, wir haben dein Feedback sehr ernst genommen und ja, also sich damit auseinandersetzen und wirklich sich zeigen und sagen, okay, wir haben daraus gelernt. Das kann ich nur als Empfehlung mal mitgeben. Transparente Fehlerkultur. Genau. Okay. Genau, das ist so zu diesem Thema und jetzt zum Thema Content, weil wir das natürlich auch gefragt werden, immer das Video, ich weiß nicht, ob jemand reinklicken kann, dann kann man mal das Video sehen, aber ist nicht so wichtig. Content, Lachen, Strahlen und Bunt, habe ich es genannt. Ja, es klingt jetzt komisch, aber das bedeutet einfach, wir haben also ein kleines Video gemacht für unsere Kaffeemaschine. Genau, also das war jetzt ein Content, den wir relativ schnell erstellt haben. Das haben unsere Werkstudenten gemacht im Bereich Content-Produktion. Aufwand waren, glaube ich, eine Stunde, den die gemacht haben. Die können dann auch ein bisschen schneiden, das ist natürlich der Vorteil. Aber sie haben schon, also erstens mal haben wir unsere schöne Barista-Kaffeemaschine, unseren Siebträger dargestellt. Wahnsinnig wichtig übrigens für die, das ist immer so eine Frage, die wir in den Bewerbungsprozessen immer haben. Was für eine Kaffeemaschine habt ihr denn? Ja, kann ich nur sagen. Und natürlich die Räumlichkeiten ein bisschen zeigen, authentisch. Ist, ja, ich kriege so ein Gefühl für die Firma, für die Agentur, kann im Bewerbungsprozess natürlich wahnsinnig helfen oder im ganzen Thema, also im ganzen Recruiting-Prozess. Also das machen wir im Social-Media-Bereich ganz stark. Wir promoten unsere Agenturräume, wir zeigen uns, wir zeigen unsere Mitarbeiter bei der Arbeit, die da auch Spaß dran haben. Blick hinter die Kulissen, wir zeigen unsere Projekte, unsere Arbeit, Auszeichnungen, wie hier links. Das ist nicht von uns in der Mitte, aber das ist nur das Thema Lachen, Strahlen, wir haben Spaß bei der Arbeit, das muss rauskommen. Also das wollen Bewerber wirklich dieses Gefühl haben für die Firma, dass sie da auch richtig aufgehoben sind, dass das Team cool ist, dass da alles passt und dass man da Spaß hat. Und dann kann man die Stellenausschreibung natürlich auch sehr, sehr kreativ machen, mit Bildern arbeiten. Man muss sich da auch nicht so viel einfallen lassen. Das ist ein Stockbild beispielsweise von einer Firma, die einfach da einen schönen Text drüber gesetzt hat. Kann ich auch mit Texten sehr, sehr viel erreichen und kann ein sehr, sehr gutes Image aufbauen. Und das würde ich damit sagen, lachen, strahlen, bunt zeigen. Hund ist übrigens auch immer super, ein Agenturhund haben wir. Wir haben den wirklich, der ist nicht nur gekauft oder ein Schauspielerhund. Wir haben sogar zwei mittlerweile. Ja, also das ist
ganz, ganz wichtig. Also man soll einfach, man zeigt sich so und das macht wahnsinnig viel aus im Bewerbungsprozess. Und genau. Und ganz wichtig, das ist immer so, weil ich ja auch Kommunikationswissenschaftler bin, einer meiner Lieblingssätze, man kann nicht nicht kommunizieren, zeigen Sie sich, gehen Sie nach außen, authentisches Bild aufbauen, Content dafür entwickeln und dann, glaube ich, wird es im Bewerbungsprozess super unterstützend sein. Genau. Wenn Sie ja noch Fragen haben, das war jetzt so ein Kurzdurchgang mit 6, 7 Tipps, dann können Sie sich gerne an mich wenden oder an die Christine, glaube ich, und dann können wir da gerne noch tiefer ins Thema einsteigen. Wirklich jetzt nur mal so ein ganz kurzer Rundumriss im Employer Branding, was gerade so State of the Art ist. Ja, vielen Dank. Das fand ich war ein toller Überblick über alles. Du hast gerade gesagt, was gerade so State of the Art ist. Ich glaube, in dem Bereich ist es auch recht schnelllebig. Also lohnt es sich immer mal wieder, sich die neuesten Trends anzuschauen. Auch dazu haben wir schon mal übrigens ein Webinar gemacht zu Social Media Trends. Vielleicht haben Sie jetzt noch Fragen von Ihrer Seite, gerne einfach in den Chat schreiben, was jetzt noch offen geblieben ist, wo Sie vielleicht nochmal eine Nachfrage haben. Alles, was Ihnen auf den Nägeln brennt, wie gesagt, wir stellen die Präsentation im Nachgang zur Verfügung. Sie können auch im Nachgang immer gerne auf Christopher oder mich zukommen, dann versuchen wir Ihnen da weiterzuhelfen. Wir haben ja auch sonst auf der Internetseite relativ viele Infos. Ich sehe aktuell keine Fragen, dann würde ich vielleicht mal, ich habe halt auch schon so viel gefragt, mal einen Werbeblock weitermachen. Vielleicht kommen in der Zeit noch weitere Fragen. Einfach nur ein Hinweis auf unsere kommenden Veranstaltungen. Am Samstag ist jetzt die Fit for Job digital, also auch ganz spannend. Zielgruppe natürlich eher Azubis, aber ansonsten schauen Sie mal rein. Dann macht meine Kollegin aus dem Arbeitsrecht noch ein IHK-Spezial zum Thema Arbeitszeit, ein wichtiges Thema. Und wir machen einen IHK-Arbeitgebersprechtag zum Thema Familienfreundlichkeit. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, womit Sie als Arbeitgeber punkten können. Und dafür müssen Sie nicht groß sein. Das geht im kleinsten Unternehmen, wie man da die Vereinbarkeit darstellt. Ansonsten hatte ich jetzt auch schon gesagt, wir haben eine Internetseite fachkräfte-schwaben.de, wo wir Ihnen die Tür aufmachen für alle Themen rund um Fachkräfte, rund um Azubis und so weiter. Wir haben dort auch einen Recruiting-Ratgeber, wo viele Tipps und Hinweise drin sind, unabhängig jetzt vom Social Media. Da haben wir auch so einen kleinen Part, aber alles, was sonst noch dazugehört. Und ja, jetzt sehe ich, also einerseits ein Lob war echt super, das gebe ich jetzt gleich mal so weiter. Dankeschön. Ach, vielleicht noch ein wichtiges Thema, das würde ich schon ganz gerne auch aufgreifen, Social Media und Datenschutz, was ist da zu beachten? Schwierig. Ja, natürlich sehr viel zu beachten, es kommt immer darauf an, wenn natürlich den, also wenn Sie Bilder, machen wir ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie Bilder natürlich von Ihren Mitarbeitern im Social Media Bereich ausspielen wollen, brauchen Sie eine Einverständniserklärung. Also das ist aber kein Problem, da gibt es Vorlagen, können Sie auch mit Ihrem Datenschutzrechtler sprechen, einfach unterschreiben lassen, dass man, ja, also die Bilder verwenden darf oder natürlich mit Mitarbeitern, die also dann natürlich darauf achten, wenn Mitarbeiter darauf keine Lust haben, was es ja auch gibt, dann natürlich keine Bilder von denen zeigen oder vielleicht auch beim Shooting gleich aufpassen, dass die nicht involviert werden. Also das ist ein Thema im Datenschutz, ist das Thema Bilderrecht. Dann natürlich der Umgang mit den Social-Media-Kanälen, das müssen Sie auch intern klären. Wer ist dafür verantwortlich, wer postet, mit welchem Endgerät? Ist natürlich am besten, Sie haben Firmenhandys, mit denen Sie dann Instagram, weil das geht eigentlich fast nur über das Handy, bespielen. Wenn Sie da jetzt Privathandys nutzen, ist natürlich auch immer so ein Thema mit dem Thema da, also Datenschutz oder ja, mit dem Arbeitgeber abzustimmen. Ja, also das gibt's viele Bausteine, die man beachten muss, aber bitte nicht davon abschrecken lassen. Das ist alles kein Hexenwerk und das kann man alles relativ einfach und gut aufstellen. Genau, auch da unterstützen wir gerne bei uns die Frau Eva Schönmetzler, ist unsere Datenschutzexpertin, wenn es um Datenschutz im Unternehmen geht. Wir haben dazu auch einiges auf der Internetseite, einfach mal den Kontakt suchen, dann helfen wir auch gerne da noch weiter, wenn da noch Fragen sind. Ist immer ein abschreckendes Thema, aber man kann es überleben. Dann kam jetzt noch mal eine Frage zum Thema LinkedIn. Kann ich das auch selber für das Unternehmen erstellen?
Ja, klar, also Sie können, also eine Person erstellt, also es sollte natürlich auch abgesprochen werden, wer das ist, kann ein Unternehmensprofil anlegen, auch kostenlos bei LinkedIn. Dann kann man auch Rechte vergeben. Es gibt einen Administrator, ich glaube, man kann sogar zwei oder drei anlegen, die alle Rechte besitzen und dann kann ich auch mitwirkende Eintrag, Redakteure, die dann für, also für mein Unternehmen dann Postings etc. erstellen können. Also das ist mal kurz um. Ja, aber es, Sie können, also eine Person sollte das auch anlegen, soll halt abgestimmt werden mit der Geschäftsleitung oder mit dem zuständigen, mit der zuständigen Marketingabteilung, wer das macht. Wunderbar. Aber ganz wichtig, nur richtig einrichten. Auch hier gilt wieder Datenschutz oder halt auch das Thema Impressum. Also auch in allen Social Media Kanälen muss das Impressum innerhalb von 3 Klicks gefunden werden. Das natürlich nicht vergessen beim Anlegen des Unternehmensprofils. Okay. Dann kam jetzt noch eine Frage, wie wichtig ist es, Postings in Instagram über die Stories zu bewerben? Postings über die Stories zu bewerben. Oh, jetzt wird schon ein bisschen Fach, geht schon ein bisschen ins Thema rein, also ins Social Media Thema. Also erstens Stories, wahnsinnig wichtig. Machen wir mal so, ich fange mal so an. Instagram Stories, das ist mal ein wahnsinnig gutes Mittel, um sich zu zeigen, um wirklich auch ein Bild vom Unternehmen zu zeichnen, kleine Videos, kleine Clips mit diesen ganzen kleinen Features verbunden, mit Umfragen, mit ja, mit Stickern und so. Also ist super, mega, bitte nutzen Sie das. Aber es sollte bloß einigermaßen richtig gemacht werden. Und dann macht es natürlich schon Sinn. Ich habe einen Post, jetzt muss ich mal schauen, also ich erkläre das mal kurz technisch. Sie haben einen neuen Post gesetzt und den sehen, keine Ahnung, 200 von Ihren Followern. Und wenn ich eine Story dann setze und sage, ich habe einen New Post, das ist ja immer dieser schöne Story-Beitrag, wir haben einen New Post, den sehen normalerweise wieder ein paar mehr. Also dann diese Story haben eine größere Reichweite, also erreichen Sie im Endeffekt vielleicht sogar 300, 400 von Ihren Followern, die diesen New Post dann sehen. Also es macht auf jeden Fall schon Sinn, in der Story dann einen neuen Beitrag zu bewerben, weil ich die Reichweite für den Beitrag einfach etwas steigern kann. Okay. Und dann sehen es mehr Leute. Wunderbar. Genau, das ist ja das Ziel. Also Reichweite, Reichweite, Reichweite. Genau. Perfekt. Bei mir sind jetzt keine weiteren Fragen angekommen. Ich glaube, wir haben auch wirklich einen guten Rundumschlag gemacht. Sind jetzt auch so in etwa am Ende der Zeit. Das Angebot steht, kommen Sie auf uns zu, wenn es noch Fragen gibt. Auch gerne Anregungen, wenn es noch Themen gibt, wo Sie sagen, da hätten wir auch gerne mal ein Webinar zu. Wir freuen uns immer, wenn wir Anregungen aus der Unternehmerschaft bekommen. Ansonsten würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn wir uns hier mal wieder beim nächsten Webinar treffen. Und ja, wie gesagt, schauen Sie auf die Internetseite, wenn Sie ansonsten noch was suchen oder rufen Sie uns an. Und dann darf ich Ihnen jetzt heute noch einen guten Start in ein hoffentlich baldes Wochenende geben. Wünsche ich Ihnen auch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei LinkedIn, oder? Wunderbar. Danke, Christoph. Gerne.